la parola di Gesù, è l'acqua della vita che può dissetare l'anima. Il Signore Gesù disse: chi ha sete venga a me e beva. E lui parla di una sete interiore. Also ein Durst, den du nicht löschen kannst. Una sete dell'anima. Ein Durst in der Seele. L'unico che può saziare l'anima è Gesù Cristo. Der einzige, der deine Seele sättigen kann, ist Jesus Christus. Perché la presenza dello Spirito Santo è come acqua viva. Denn die Präsenz des Heiligen Geistes ist wie lebendiges Wasser. Che sazia e purifica il nostro essere interiore. Der unser innerstes auch reinmacht und uns sättigt. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Trovare quella pienezza, quella sazietà. Um diese Sättigung zu finden. Come Gesù disse: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. La parola di Dio non è un qualcosa per tenere lì nel mobile. La parola di Dio non è un soprammobile da tenere lì. Ma la dobbiamo aprire. Aber wir müssen das Wort Gottes öffnen. Dobbiamo aprire la Bibbia. Wir müssen die Bibel öffnen. Dobbiamo aprire il cuore. Wir müssen unser Herz auch öffnen. Per trovare questa luce. Um dieses wirklich kraftvolle Licht zu sehen. La luce del Vangelo. Das Licht des Evangeliums. Come Gesù disse in Giovanni 8:12. Wie Jesus sagte in Johannes 8, Vers 12. Io sono la luce del mondo. Ich bin das Licht des Lebens. Alleluia. Chi mi segue non resterà nelle tenebre. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ma avrà la luce della vita, ha detto Gesù. Aber wird das Licht des Lebens haben, hat Jesus gesagt. Alleluia. Amen. Gesù è la luce della vita. Jesus ist das Licht des Lebens. Questo vuol dire che quando tu credi in lui Alleluia. Con tutto il cuore. Das heißt, wenn du an ihn glaubst mit dem ganzen Herzen. Con tutta l'anima. Mit deiner ganzen Seele. Con un cuore sincero. Mit einem ehrlichen Herzen. Con la vera fede. Mit dem wahren Glauben. Con il pentimento. Mit dem Buße tun. Tu credi in Cristo. Und du an Christus glaubst. In quel momento arriva la luce dello Spirito Santo. In dem Moment wird das Licht des Heiligen Geistes auf dich kommen. E quando arriva la luce dello Spirito Santo, il diavolo deve scappare. Quando arriva la luce di Cristo, gli spiriti malvagi devono uscire. Il vizio deve andare via. Il peccato deve andare via. E noi diventiamo uomini nuovi in Cristo. Und wir werden neue Menschen in Christus. Come dice la parola. Wie das Wort Gottes sagt. La Bibbia racconta la storia di un uomo che era malvagio. Die Bibel erzählt von einem Menschen, der böse war. Era un uomo violento. Er war sehr böse und aggressiv. Che perseguitava i primi cristiani. Der die wahren Christen verfolgt hatte. Quell'uomo si chiamava Saulo di Tarso. Dieser Mann hieß Saulus von Tarsus. Era un uomo malvagio. Er war ein böser Mensch. E dice la scrittura che lui stava andando a Damasco a fare del male ai discepoli di Gesù. Und die Bibel sagt, dass er nach Damaskus wollte, um Böses um seinen Jüngern von Jesus Christus zu tun. Ma sulla via di Damasco accadde qualcosa di meraviglioso. Hey, alleluia. Sulla via di Damasco venne una luce potente dal cielo. Auf dem Weg von Damasco
quella luce era più potente del sole di mezzogiorno. Und das Licht war stärker als die Sonne. Amen. Des Mittags, der Mittagszeit. Quella luce era una luce gloriosa soprannaturale. Dieses Licht war eine übernatürliche Licht. E Saulo disse. Und Saulus sagte. Signore, chi sei? Herr, wer bist du? Signore, chi sei? Herr, wer bist du? E quella voce dal cielo, dalla luce, gli disse. Und diese Stimme vom Himmel, vom Licht sagte. Io sono Gesù di Nazaret che tu persegui. Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Alleluia. Saulo di Tarso cade a terra. Und Saulus von Tarsus ist auf dem Gesicht gefallen. Quell'uomo che era violento. Dieser Mann, der böse war. Malvagio. Ganz böse Dinge tat. Ribellisch war. Bestemmiatore. Er war ein Flucher. Faceva del male ai cristiani. Er hat den Christen Schlimmes angetan. Probabilmente uccideva i cristiani. Wohl möglich hat er vielleicht sogar die Christen umgebracht. Ma quando sulla via di Damasco venne la luce del Signore. Aber als dann auf dem Weg von Damaskus das Licht des Herrn kam. Quell'uomo cade a terra. Dieser Mann ist auf den Boden gefallen. E disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? Und sagte, dieser Mann, der sich stark fühlte: Herr, was soll ich tun? Was soll ich für dich tun? Saulo di Tarso era un persecutore dei cristiani. Saulus von Tarsus war ein Verfolger von den Christen. Ma poi diventò un apostolo di Gesù Cristo. Aber dann wurde ein Apostel von Jesus Christus. Diventò l'apostolo Paolo. Er wurde der Apostel Paulus, von Saulus zu Paulus. Questo vuol dire che quando la luce di Gesù Cristo entra nella nostra vita, noi diventiamo uomini nuovi. Das heißt ja, was wir sagen wollen, dass wenn das Licht von Gott in uns kommt, werden wir neue Menschen, von böse auf gute Menschen. Alleluia. Io quando non conoscevo Gesù facevo tanti peccati. Als ich Jesus nicht kannte, habe ich viel gesündigt. Mi ubriacavo. Ich habe mich betrunken. Bevevo tanto alcol. Ich habe viel Alkohol getrunken. Ho fatto delle cose sbagliate. Ich habe falsche Dinge getan. Mentivo. Ich lügte. Avevo l'odio. Ich hatte Hass in meinem Herzen. Ho rubato. Ich habe geklaut. Ma quando Gesù è arrivato. Aber als Jesus kam. Quando la luce di Cristo è entrata nel mio cuore. Als das Licht von Jesus in mein Herz kam. Alleluia, sono diventato un uomo nuovo. Bin ich ein neuer Mensch geworden. Sono diventato un predicatore. Sono ein Prediger geworden. Prima Alleluia. Prima ero un peccatore. Ma adesso sono un predicatore. Aber jetzt bin ich ein Prediger. Per la gloria di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Ha illuminato il mio cuore. Der mein Herz verändert und erleuchtet hat. Mi ha liberato dal buio. Er hat mich von der Finsternis befreit. Questo vuol dire che quando Gesù entra nel nostro cuore, la nostra vita viene trasformata. Das heißt, wenn Jesus in unsere Herzen kommt, wird unser Leben komplett verändert. E anche la tua vita può cambiare se tu hai fede in Gesù. Und auch dein Leben kann sich verändern, wenn du Glauben an Jesus hast. Se tu credi alla parola di Cristo. Wenn du an das Wort Gottes glaubst. Se tu ti metti in ginocchio davanti al re dei re. Wenn du dich hinkniest vor dem König der Könige. Se tu ti umili davanti al Signore. Wenn du dich vor ihm hinkniest und sagst, Herr, vergebe mir. La tua vita sarà illuminata. Wird dein Herz und dein Leben erleuchtet werden. Amen. Perché Alleluia. Il Signore Gesù disse, chi si umilia sarà innalzato. Denn der Herr Jesus Christus sagte, wer niederbeugt, wer sagt, ich bin nichts. Der wird erhoben werden. Perciò avvicinamoci. Seid näher zu Gott. Näher euch zu Jesus. Come dice la Bibbia, avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Wie die Bibel sagt, nähert euch zu Gott und Gott wird sich zu euch nähern. Hai mai letto la Bibbia? Hast du jemals die Bibel gelesen? Popolo de Germania, hai letto la Bibbia? Qua in Germania tanti secoli fa c'era Martin Lutero. Hier in Deutschland vor ganz vielen Jahren war Martin Luther. Che ha tradotto la Bibbia in tedesco. Der die Bibel sogar auf Deutsch übersetzt hat. Amen, ma la dovete leggere. Aber ihr müsst sie lesen. Leggi la Bibbia. Lies die Bibel. Troverai la luce. Und du wirst das Licht finden. Troverai la gloria. Du wirst die Herrlichkeit finden. Amen. Troverai la verità. Du wirst die Wahrheit finden. Amen. Amen. Perché
perché la verità è Gesù. Denn die Wahrheit ist Jesus Christus. Benedetto il suo nome in eterno.